Auf einem Berg fühlt man sich dem Gewöhnlichen, dem Alltäglichen entrückt und dem Himmel, dem Heiligen irgendwie näher. Diese Erfahrung teilen viele Menschen in allen Kulturen und zu allen Zeiten. Auch in der Bibel ist immer wieder die Rede von Bergen, auf denen eine besondere Gotteserfahrung gemacht wird. Alleine im Matthäusevangelium wird 6-mal berichtet, dass Jesus auf einen Berg stieg. Und jedes Mal erlebt er dort einen ganz besonderen Moment. Der Benediktinerabt Johannes Eckert betrachtet in seinem neuen Buch Hoch und Heilig diese Gipfelerfahrungen Jesu, wie sie im Matthäusevangelium beschrieben sind. Dabei geht es natürlich keineswegs ausschließlich um konkrete Bergerlebnisse, die Bergsteigern oder Wanderern vorbehalten wären. Die Gipfel stehen eher für besondere Augenblicke, die in irgendeiner Weise aus dem Alltag herausgehoben sind, in denen sich in einer gewissen Abgeschiedenheit und Distanz der Blick weitet auf eine höhere Dimension, die sonst oft übersehen wird. Was kann man also aus den Gipfelerfahrungen Jesu für das eigene Leben herauslesen? Auf dem ersten Berg, der im Matthäusevangelium genannt ist, wird Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Was Jesus dem Teufel antwortet, vermittelt dem Autor die Gipfelbotschaft, dass es in der Erprobung einzig darauf ankommt, ganz und gar auf Gott und nur auf ihn allein zu vertrauen. Der fünfte Berg des Matthäusevangeliums bietet dann das Gipfelerlebnis schlechthin, die sogenannte Verklärung Jesu, bei der Petrus, Jakobus und Johannes in einer Art Vorgriff auf die Auferstehung Jesus bereits im strahlenden Licht als geliebten Sohn Gottes sehen dürfen. Der Wunsch der Apostel, diesen Augenblick festzuhalten, Hütten zu bauen, um darin zu verweilen, ist nur zu verständlich. Aber die Begegnung mit dem Ewigen lässt sich im Endlichen nicht festhalten. Man muss danach immer wieder zurückkehren in die Niederungen des Alltags. Und oft ist dieser Abstieg vom Gipfel noch mühsamer als der Aufstieg. Das schöne Buch mit seinen oft überraschenden, aber immer nachvollziehbaren Schriftbetrachtungen eröffnet den Leserinnen und Lesern viele neue Perspektiven und lädt sie nicht zuletzt dazu ein, auch sich selbst zu fragen, was einem im eigenen Leben hoch und heilig ist.